Hallo, ihr Lieben. So, heute geht es endlich mal um das Video, was ich schon die ganze Zeit eigentlich drehen wollte, vor den drei vorherigen. Und bin aber durch die ganzen Ideen jetzt nicht dazu gekommen. Okay, vielleicht ist das jetzt auch nicht ganz so spannend wie die davor. Ich weiß es nicht. Je nachdem müsst ihr selbst entscheiden. Heute dreht sich mal alles ums Embossen. Aber nicht mit Embossing-Foldern, also mit diesen Plastik-Dingern. Da habe ich ja jetzt endlich mal ein paar mir auch zugelegt. Ich hatte immer nur so ganz schmale. Habe mir jetzt aber mal so ein Set gekauft für ein paar 7 € hat das, glaube ich, nur gekostet. Ist ja auch egal. Aber darum geht es nicht. Also ich möchte heute Spitze embossen. Also richtig schöne Spitzenteile. Ich habe hier auch so ein Deckchen und ich habe das schon ausprobiert. Das funktioniert auch. Also die Idee ist mir jetzt so spontan mal gekommen. Das, ja, was heißt spontan? Das kam durch das Pflanzenpressen und überhaupt. Dann habe ich überlegt, was kann man noch machen? Und dann war bei Facebook ja vor ein paar Tagen, Woche, ist schon was länger her, die Disco, oh Gott, jetzt rede ich schon wieder so ein Durcheinander. Moment, also bei Facebook vor ein paar Wochen hatte jemand ein Tischset von Action gezeigt. Das hatte ich auch schon und ich habe das auch schon ausprobiert gehabt. Und dann bin ich wieder auf die Idee gekommen, das mal auszuprobieren, ob man, also ich hatte das mal hier schon abgeschnitten von dem Tischset und habe das auch schon mal hier bearbeitet. Seht, da sind schon so Sachen, Flecken drauf und weißes Papier und habe da rumexperimentiert mit Wasser und Serviette. Und das hat aber nicht so gut funktioniert, weil ja, dass die Serviette hat sich wieder durchs Abholen ging, das ging halt einfach nicht. Und dann habe ich mir überlegt, dann embosse ich mal damit. Ne? So, und da habe ich hab mehrere Tischdeckchen mir mal damals gekauft für die kosten, glaube ich, unter 1 € teilweise. Das sind jetzt nur Stücke davon. Ich habe die jetzt schon abgeschnitten. Ne? Ja. Mal eben kurz. Das ist jetzt das komplette Ding und ich habe hier halt einfach so die Ecke hier rausgeschnitten, weil ich hatte mir das sowieso gekauft, um damit Sachen zu machen, zum Beispiel auch Kaffeepapier zu färben und das dann da drauf zu legen. Oder auch damit zu stempeln, ne, habe ich auch schon gemacht. Ist auch eine super Sache. Zum Beispiel, wenn ihr euer Rostpapier habt und dann sprüht ihr einfach hier nochmal oder streicht Kaffee drauf oder Tee, was auch immer, und legt das dann da drauf, dann bekommt ihr auch ganz tolle Effekte, ne? So, jetzt habe ich mir halt hier schon mal so eine Ecke rausgeschnitten, weil ich wissen wollte, ob ich das auch embossen kann. Ich habe hier noch, Moment, ich muss gerade mal hier gucken. Dann habe ich hier auch noch so eins. Also wie gesagt, die kosten wirklich alle unter 1 € teilweise. Vielleicht auch manchmal vielleicht 1,50 oder so. Die sind ganz günstig. Und da habe ich mir einfach mal so ein paar schöne, die da so rumlagen, mitgenommen. Hier, da habe ich noch nichts abgeschnitten. Das will ich eigentlich zum Stempeln nehmen oder zum, um halt das zu Scha als Schablone zu benutzen. Ja, hier fehlt schon ein ganzes Stück. Hier habe ich also die praktisch fast die ganze Hälfte abgeschnitten, um das hier mit dem Embossing-Gerät zu machen. Ja, und dann habe ich halt noch so eins, das sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Doily, ne? So ein großer Doily. Das habe ich mir halt auch gekauft, um damit auch zu stempeln und oder auch halt Hintergründe zu machen. Hier habe ich halt überlegt, ob ich vielleicht hier was das ausschneiden soll, um das auch zu embossen. Aber ja, da traue ich mich jetzt auch noch nicht dran, das abzuschneiden. Wenn ich jetzt vielleicht noch eins finden sollte, ein zweites, dann nehme ich das noch mit und dann schneide ich das halt raus, ne? Obwohl man kann das ja auch gründlich abschneiden. Und dann kann man es ja trotzdem auch weiter als und Stempelvorlage nehmen, ne? Muss ich mal gucken, aber das mache ich jetzt erstmal noch nicht. So, darum geht es heute. Genau.
Und dann habe ich hier noch so ein Stück, das ist auch von der alten, das ist auch so von so einer Outdoor-Decke, habe ich ein Stück abgeschnitten. Damit bekommt ihr auch ganz tolle Effekte hin. Ich zeige, und hier habe ich noch ein Stück Jute, ne, so ein Jute-Stoff, was auch immer, ja, Fäden, Stoff, Jute-Stück. Ja, und Stoff habe ich auch, weil Stoff kann man auch embossen. Dann zeige ich euch mal ein bisschen die Ergebnisse. Also es ist nicht das gleiche wie mit einer richtigen Plastikschablone, ne? Also ihr bekommt nur so ein dezentes Muster hin, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ihr da richtig bam so ein Muster habt wie mit diesen Plastikdingern, ne? Aber wenn ihr sowas zum Beispiel auch nicht habt, oder halt andere Muster haben möchtet, könnt ihr sowas auch benutzen. So, jetzt zeige ich euch mal kurz ein paar Ergebnisse. Hier kann man es nur auch leicht sehen. Hier habe ich, hoffentlich kann man es überhaupt sehen. Hier habe ich einfach nur Spitze genommen und habe die embossed auf ein Stück bunter Pappe oder Fotokarton oder wie man das nennt. Dann habe ich hier auch, das ist zum Beispiel das Spitzenstück, was ich euch vorhin gezeigt habe hier. Diese Ecke hier, ne, kann man noch gut erkennen jetzt. So lag das hier drauf. Und das ergibt auch teilweise, wenn man es ein bisschen nass macht, so ein leicht wie Wasserzeichen, ne? Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Also das hat jetzt gut funktioniert mit dieser Spitze. Seht ihr das? Ja, hoffentlich. Genau. Dann ja auch ein paar dezentere Dinge, die oder doch, ich habe auch doppelte Papiere genommen. Ja, da ist dann nicht immer alles drauf, aber wer es auch manchmal ein bisschen dezenter mag, ja. Ich habe das jetzt auch mit weißen Papieren ausprobiert. Das ist jetzt zum Beispiel dieses Jute-Stück. Ich habe das auch noch nicht eingefärbt oder irgendwas, ne? Jetzt hier diese Sachen. Ich hoffe, man kann das sehen. Hier auch Spitze, ne? Das ist jetzt hier diese Spitze zum Beispiel. Ja, kann man hier sehen. Und wie gesagt, das ergibt auch so Wasserzeichen, ähnliche, kann man das erkennen, ja? So, Muster. Ja, ich zeige euch jetzt nur mal so, was also wirklich ganz gut funktioniert hat. Hier habe ich auch mit Farbe gestempelt, Farbe embossed, also direkt schon Farbe drauf gegeben. Praktisch gestempelt und embossed. Ja, hier, das ist jetzt das Stück zum Beispiel, ne? Habe ich nass gemacht. Also, und dann noch kurz das hier. Das ist jetzt dieses dünne. Das hier. Also, wie gesagt, das ist jetzt nicht so extrem zu sehen wie halt mit so einer richtigen Profi-Schablone, sondern es ergibt einfach dezente Muster. Aber das ist, finde ich, auch schön, ne? Ist auch mal was anderes. Muss ja nicht immer so richtig knallen dann. Oder hier, das habe ich auch schon bemalt. Bemalt hier ja, genau, mit Stempelfarbe bestrichen. Und dann da bekommt ihr so ein Papier. Ne? Also, es sieht zwar jetzt nur farblich aus, aber es hat auch eine Struktur bekommen. Ne? Also, es ist nicht nur Farbe drauf, sondern auch embossed. Ne? Ja, und einmal ohne Farbe kommt ihr sowas. Ja, und hier nochmal mit Farbe, das eine, ne? Auch. So, genau. Das machen wir heute. Das ist jetzt nicht so aufwendig und auch nicht, dauert auch nicht allzu lange. Ja, und dann habe ich auch noch hier, kann ich euch auch zeigen, es ist ein bisschen, das ist schon ein bisschen platter wieder geworden. Da müsst ihr vielleicht mit verdünntem Kleber einmal den Stoff etwas stärken.
wenn ihr Stoff embossen wollt. Aber das geht auch. Das ist jetzt aber allerdings mit einer richtigen Embossing-Schablone gemacht. Einfach Stoff. Ja. Hatte ich auch schon mal vor ein paar Wochen bei Facebook gezeigt, dass ich hier auch kann man Stoff embossen. Ne? Da hier auch. Genau. So. Ich muss euch ja nicht zeigen, wie man embosst. Das wisst ihr ja selber. Es geht ja nur darum, dass es halt verschiedene noch Medien gibt, mit denen ihr das machen könnt. Die Idee wollte ich euch noch mitteilen. Ja, und dann habe ich hier jetzt, ich habe jetzt doch wieder so ein bisschen angefangen zu häkeln, weil irgendwie war ich jetzt dann doch wieder so ein bisschen im Häkelfieber und habe mir so ein paar Bordüren gehäkelt. Und dann unter anderem auch jetzt dafür, um das vielleicht auch zu embossen, habe das auch schon probiert. Und das funktioniert auch. Allerdings müsst ihr bedenken, wenn ihr so Wolle oder Stoff embosst, auch Spitze, die bekommt eine andere Struktur dann, eine andere Haptik, wie auch immer man das nennt. Seht ihr, das ist jetzt ganz platt gewalzt. Ne? Das ist also jetzt, ich weiß nicht, ob sich das irgendwann wieder ein bisschen dann aufbäumt. So sieht es eigentlich aus. Und so ist es halt dann, wenn ihr das halt durch die Maschine dreht, ne? Dann platt, dann walzt ihr praktisch die Wolle ja auch platt, ne? Also das habe ich aber jetzt, ist jetzt nicht so schlimm, das habe ich eigentlich auch extra jetzt zum Embossen mal gemacht, um ich wollte das halt wissen, ob man das auch aufs Papier bringen kann. Und das geht also auch. Hier kann man das hoffentlich erkennen. Das ist jetzt nicht ganz so doll deutlich durch, aber es ist vielleicht auch das Papier nicht geeignet. Und die Spitze wird auch recht platt. Die wird anders, ne? Die wird, als wenn man die gestärkt hätte, ne? Das müsst ihr also bedenken. Nicht, dass ihr da jetzt eure beste Spitze nehmt oder so. Ich meine, das ist jetzt nicht großartig schlimm. Das sieht eigentlich gar nicht, also nicht anders aus. Es fühlt sich nur anders an. Ne? Es fühlt sich halt, wie gesagt, an, als hätte man jetzt mit Stärke gearbeitet, mit Stärke das gestärkt. Ne? Oder, ja, nee, mit Kleber eigentlich nicht, aber als hätte man die Spitze gestärkt. So. So, dann, was ich jetzt heute mit euch mal ausprobieren möchte, ist, ob man auch dieses Deckchen embossen kann. Ne? Dann, ob man das dann auch sieht. Und darum geht es jetzt. Ja, ich habe jetzt hier noch so ein paar, ja, das sind so auch so ein paar Papiere, die von Fehldrucken oder wie auch immer, sowas nehme ich dann dafür. Ne? Machen wir einfach mal, fangen wir mal mit diesem Deckchen jetzt an. Ja, das passt auch ganz gut auf diese DIN A5 Seite. Ja, eure Embossing-Maschine braucht ihr dann. Ich nehme jetzt die, ich weiß, wenn ihr die gleiche habt wie ich, nehme ich die Platte A und C und B, um das draufzulegen. Normalerweise ist C ja für zum Ausstanzen, aber ich nehme die jetzt bei dem Stoff zum Embossen. Bei der anderen Maschine oder bei anderen Maschinen kenne ich mich nicht aus, was man da für, ob man da welche Platten man da nimmt, das wisst ihr ja selber dann auch, wenn ihr was anderes habt. So. Genau, dann mache ich mir das Sandwich. Ich nehme jetzt mal, ich nehme mal ein Blatt. Ihr könnt das natürlich auch doppelt lassen. Dann habt ihr dann auch auf beiden ein kleines Muster, aber auf einer Seite wird es dann wahrscheinlich etwas zu schwach sein. So, ich nehme jetzt einfach mal ein Blatt, DIN A5. Dann lege ich mir die Spitze einmal so. Ich mache es ein bisschen nass. Ich glaube, ich lege die Spitze so. Ich habe es auch schon andersrum gemacht. Da müsst ihr mal gucken, wie es am besten durchkommt. Das kann man nicht immer genau sagen. So geht es wahrscheinlich besser. So, genau. Wir legen einfach die Spitze so hin. Ich lege das Papier oben drauf und mache es ein bisschen feucht. So, und dann
geht es auch schon einmal ab durch die Maschine. Ich mache es einmal vor und auch einmal wieder zurück. Vielleicht klappt es auch mit dem Deckchen gar nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Weil vielleicht ist es auch ein bisschen zu dünn. So, jetzt seht ihr das. Ja, doch. Das ist jetzt so, als wenn es gestärkt wurde. Ne? So, mal gucken, ob ich das vorsichtig hier abbekomme. Ja, okay, es ist jetzt natürlich noch nass und jetzt kann man es nicht so gut genau sehen, aber wenn es trocken ist, wird es auf jeden Fall abgebildet sein. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das Deckchen ist also jetzt da drauf. Ne? Genau, ich mache es jetzt mal noch einmal mit trockenem Papier, mal sehen, ob das auch funktioniert. Ob es nicht unbedingt nass, also es muss nicht immer nass sein. Ich habe es auch schon mit anderen trockenen Papieren gemacht. Das ist jetzt ein bisschen, ist aber auch nicht schlimm. So, nochmal. Sehen, ob das auch mit trockenem Papier funktioniert. Ja, geht auch, aber ja, da ist es jetzt nicht ganz so stark zu sehen. Da habt ihr eigentlich mehr nur so ein bisschen so andeutungsweise. Also das solltet ihr dann schon etwas anfeuchten. Ne? Es muss nicht bei allen Materialien unbedingt feucht sein, aber weil das müsst ihr dann halt auch ausprobieren, was ihr so habt. Ne? Also hier seht ihr, sieht es auf jeden Fall mit feuchtem Papier besser aus dann. Oder ist klar, ne? Das drückt sich natürlich etwas besser ab. Genau. So. Ja, dann zeige ich euch vielleicht auch nochmal hier das mit dieser Spitze, dass das auch funktioniert, obwohl das ist, ich meine, ist ja auch hier Spitze, ne? Aber, ich mache es einfach nochmal zu Demonstrationszwecken. Ich nochmal hier ein bisschen, jetzt nicht so ein knuddeliges Blatt. Ich mache auch mal ein bisschen kleineres. So, habe ich jetzt, aber ich wollte am Anfang eigentlich noch sagen, manchmal stellt sich bei mir in den Videos die Kommentarfunktion automatisch ab. Ich weiß nicht warum. Ich habe das jetzt bei meinem letzten Video gemerkt, bei den Knotenvögelchen, da war auf einmal die Kommentarfunktion ausgeschaltet. Falls das passiert, das ist keine Absicht von mir, sondern das ist irgendwie... Automatisch macht YouTube das wohl manchmal, keine Ahnung. Ich merke das manchmal erst, wenn ich so 100 Aufrufe hatte und keiner hat was geschrieben oder so, dann merke ich das eigentlich immer erst. Oder wenn mir jemand Bescheid sagt, ne? Manchmal sagt man mir auch Bescheid. Aber ich wollte nur dabei sagen, das ist nicht mein, das ist keine Absicht. Das ist leider manchmal, ist das so, da muss ich das halt einschalten. Ne? Aber ich... merkt das dann erst später. Also falls ihr euch wundert, das ist, also ich möchte natürlich immer eure Kommentare lesen, ne? So, genau. Hier machen wir das auch noch mal ein bisschen nass.
Naja, seht ihr? Schaut mal, wie schön. Das, hoffentlich kann man das auch genau sehen jetzt. Muss ich gleich mal gucken, aber ich denke schon, ne? Ja, also es kommt auch immer darauf an, was ihr benutzt. Also nicht jede Spitze ist gleich, ne? Die ist jetzt, ja, die ist eigentlich gar nicht besonders dick. Ich weiß auch nicht, aber die bildet sich richtig schön ab, ne? Wie ihr sehen könnt. Ja, da müsst ihr euch einfach mal durch eure ganzen Materialien so ein bisschen durcharbeiten, das austesten, ne? Und dann bekommt ihr halt dementsprechend schöne Ergebnisse, leichte Ergebnisse, etwas stärkere. Also das ist jetzt wirklich sehr gut gelungen hier. Bin ganz begeistert auch nochmal. So, und dann möchte ich euch noch kurz das mit dem Deckchen zeigen hier. Das habe ich abgeschnitten, wie ihr seht. So, das habe ich, ich habe mir das halt so zurechtgeschnitten auch, dass es halt so hier drauf passt, ne? Ich nehme jetzt aber mal trotzdem hier nur so ein kleines Blatt. Jetzt könnt ihr natürlich hergehen und vielleicht schon, wenn ihr wollt, hier ist noch ein bisschen Farbe drauf. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt gleich abbildet. Mit Stempelfarbe arbeiten. Dann habt ihr direkt auch schon ja, also Farbe dabei, wenn ihr das wollt. Ich mache es jetzt mal so solo wieder, ne? Ich mache es jetzt einfach immer mal ein bisschen feucht. Ja, meine Platte ist auch schon wieder jetzt ist kaputt gegangen. Ich muss mir mal irgendwie eine neue kaufen. Schon durch kaputt gedreht sozusagen. Sehen. Ja, da hat sich das natürlich auch jetzt auf abgebildet. Genau. Ja, so könnt ihr eure ganzen schönen Sachen halt verwenden. Ne? Komischerweise ist das nicht so stark zu, also wenn man das embosst, das ist irgendwie. Ja, weiß ich auch nicht. Ich hätte auch mehr erwartet, aber wenn ich das da durchschiebe, ich kann es euch nochmal zeigen. Wird es nicht ganz so stark, wie man glauben möchte, weil das hat ja wirklich sehr starke Vertiefungen. Aber ich hoffe mal, das klebt auch jetzt nicht wieder fest, weil es hat auch schon mal da so fest drauf geklebt. Ich mache es nochmal. Ja, ist wieder sehr dick auch das Stück. So, ja. Oh doch, diesmal hat es etwas besser geklappt. Komischerweise. Ja, kann man doch sehen, ne? Und wenn das jetzt getrocknet ist, dann bleibt so ein bisschen so ein Wasserzeichen trotzdem übrig irgendwie durch das Zerstören der Papierfasern, ne? Wahrscheinlich. Dann könnt ihr, dann habt ihr dann auch so ein bisschen so eine Art Wasserzeichen. Ja, das könnt ihr alles mit diesen Sachen dann machen. Genau. So, jetzt habe ich euch die ganzen Embossing-Sachen gezeigt. Ja gut, das ist ja jetzt auch klar, ne? Das ist ja das Gleiche, dann könnt ihr das, sieht das auch dann so aus, ne? Und dann wollte ich euch noch zeigen, wie ich da halt auch mit ja, Stempel. Ich stelle mal eben die Maschine weg. So. Ja, könnt ihr natürlich das Gleiche nehmen hier.
Oder ihr nehmt das direkt das ganz große, dann ich nehme mal das ganze Ding. Mal hier. So. Wieder DIN A5. Ja, dann nehmt ihr einfach eure Stempelfarbe. Nehmen jetzt mal einfach Vintage Foto. Ja, und dann reibt ihr einfach diese Stempelfarbe einmal so darüber, wo ihr da, was ihr halt abstempeln wollt. Das muss jetzt auch nicht unbedingt nass gemacht werden. Oh, doch, muss nass gemacht werden. Entschuldigung. Das müsst ihr dann, ich dachte, man könnte das auch so, aber das ist wohl doch zu dünn. Ja, ist dann auch wieder so eine Art, ist ja praktisch auch wieder so eine Art Frottage, ne? Vielleicht auch mit diesem, vielleicht kann man diese so eine Rolle nehmen hier einfach. Ja, und dann könnt ihr auch so Dinge abstempeln, ne? Aber doch, es muss jetzt also doch feucht sein hier in dem Fall, ne? Weil das halt die Struktur ja doch sehr flach ist. Das könnt ihr natürlich noch dann mehrfach verwenden, ne? Das kann man ja mit Wasser dann auch immer wieder aktivieren. Das war das Deckchen. Hier bei dem. Ich glaube, hier brauchte man kein Wasser. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, ich hätte auch mal ohne Wasser gearbeitet. Ja, kann man so oder so. Ich weiß nicht, wo es besser ist, wenn man es so macht vielleicht. Nee, muss man auch einsprühen. Das muss immer feucht sein. Ja, ist ja eigentlich auch doch logisch, ne? Weil irgendwie... Das sind ja keine richtigen Stempel. Ja, das ist jetzt nicht so doll. Aber ja, das, ihr habt dann trotzdem so ein Muster, ne? Ich weiß gar nicht, ich hatte das hier mit dem, bei dem einen hatte ich das irgendwie anders hingekriegt. Wie habe ich es denn da gemacht? Ach so, Quatsch. Ja, ich habe das natürlich durch die Maschine gejagt, auch durch die Embossing-Maschine. Ne? Ich habe das angemalt und habe das dann einmal durch die Maschine gejagt. Deswegen ist das jetzt hier deutlicher zu sehen. Das ist der Grund. Aber ich denke, hier wird auch Farbe vorhanden sein, draufbleiben. Ne? Ja, genau. Das müsst ihr dann halt selber schauen, wie ihr das am besten das dann hinkriegt. Wenn ihr das jetzt auch nochmal embosst mit Papier, dann habt ihr natürlich auch Farbe drauf, ist klar. So war das, genau. Mhm. Dann machen wir mal mit den, zum Beispiel hier mit so einem Ding weiter. Ja, meine Katze ist im Anmarsch. Ich nehme nochmal hier die Seite.
Ja, da geht ihr dann auch natürlich wie folgt vor, dass ihr dann einfach das Deckchen auflegt. Das, was ihr halt an Muster so haben möchtet. Ja, und dann ist ja logisch, dann geht man einfach mit, ich mache so ein bisschen feucht auch. Einfach mit, wie als wenn ihr schon eine Schablone benutzt, ne? Darüber. Gut, das ist natürlich jetzt nicht ganz so förderlich für dieses Tool, weil das geht wahrscheinlich dann dadurch schneller kaputt. Aber ja, es gibt ja auch noch andere, ja, so alte, ausrangierte Make-up-Pinsel oder sowas, ne? Wenn ihr sowas nicht mehr braucht, kann man das auch benutzen. So, mal hoffen, dass es jetzt so geklappt hat. Ja, und dann habt ihr logischerweise verschiedene Muster. Und das könnt ihr auch mehrfach benutzen, wenn ihr das noch mal anfeuchtet oder so. Mach noch mal ein anderes. So. Ja, einfach noch mal mit Wasser oder das Ding anfeuchten. Und wir das mehrfach benutzen, ne? Bekommt ihr halt dann verschiedene schöne Hintergründe und so weiter. Ja, das ist ja genauso mein Ding hier, ne? Sachen Zweck zu entfremden, das halt für andere Dinge zu benutzen und so weiter, das mache ich ja total gerne. Ja, und ich hoffe, das hat euch gefallen. Vor allem das mit dem Embossen auch dieser Spitze. Da habt ihr halt immer mal was anderes. Wenn ihr könnt auch die billige Spitze vom Action nehmen, die Streifen. Dann habt ihr halt auch, könnt ihr euch so Bordüren an die Seite stanzen, ne? Oder da ist ja auch wieder, könnt ihr wieder alles Mögliche zusammenmixen, wie ihr das braucht und möchtet, ne? Ja, vielleicht habt ihr ja noch mehr Ideen, was man noch embossen kann. Ich hatte auch schon so an anderem, an Materialien gedacht, so Fäden oder, aber da bin ich, weiß ich jetzt nicht, könnte, wie so viele alte Fäden drauf, die man jetzt sowieso abgeschnitten hat und irgendwie rumfliegen hat, kann man ja vielleicht auch mal da drauflegen und sowas, so in der Art. Oder ich bin am Suchen und am Überlegen, ne, was man noch für Materialien nehmen kann. Vielleicht fällt euch ja auch noch was ein. Ja, und ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!